85. Auch sehr schön. Gut, weiß ist immer Geschmackssache. Ne? Die meisten Wohnmobile sind einfach noch weiß. Wir stehen da nicht so drauf, aber es ist trotzdem ein sehr schönes Fahrzeug. Ich schaue auch zuerst mal von innen. Ja, ähnlich gerade wie bei dem Vollintegrierten. Diesmal mit einer dunklen Sitzausstattung. Auch die L-Gruppe wieder. Ja, wieder schön. Die Schränke, diesmal in Lack gehalten, allerdings auch wieder ohne die Griffleisten. Das finde ich wirklich. Die ist wieder hier drin. Ja, ich hab's. Das ist sehr, sehr schön. Oh, schön geräumig, der Schrank auch. Und was der hier hat, das hatte der andere nicht. Und das mag ich auch. Oben nochmal die Ablage. Ja, das ist gut. So, aber was ich nicht gut finde, hier nur eine kurze Kante. Offen. Das heißt also, es ist offen und da kann ja auch alles auf den Kopf fliegen. Also das hätte man ein bisschen besser lösen können. Ein bisschen höhere Kante, Hümer. Aufpassen, lernen. Höhere Kante brauchen wir Camperfreaks, sonst fällt uns was auf den Kopf. Ja, auch hier die Küche ist ein bisschen kleiner. Klar, ist ja auch ein teilintegrierter. Aber auch mit einem 3-Flammen-Kochfeld. Ja, Vierzerzündung, klar, Standard. Genau, sehr schön auch. Ich nehme das mal hoch, dass das Waschbecken hier noch auch mit zum Schneiden nochmal. Man kann seine Arbeitsplatte Schneidebrettchen, so ein genau. bisschen vergrößern. Schön groß auch. Genau. Hier ein Schrank. Oh, der ist geräumt. Da hatten wir ja vorhin diese Ausziehschubladen bei dem Vollintegrierten. Ja. Aber mein Gott, ja. Das reicht auch, ne? Ja. Lass mal, ob das Softclose ist, aber das müsste ja schon noch sein. So. Ja, ja. Das Steckkasten, Softclose. Ja. Ja, richtig. Auch wieder der große Kühlschrank. Ja, wieder ein Tedford war, wieder unser Kühlschrank, Standard. Genau. Schön. Und da oben, machen wir da oben bitte auf, mal das Schränkchen. Was ist da? Ja, da okay. Hat man auch noch mal, ne? Ja. Also ich benutze sowas immer gern für Zebra-Rolle, Toilettenpapier und solche Sachen. Da hat man auch noch mal ordentlich Staufläche. Jetzt geh du vielleicht mal ins Bad. Das ja. geht nämlich so auf, in diese Richtung. Oh ja, okay. Das ist so eine Toilette, die man drehen kann. So eine Drehtoilette. Kennt ihr ja, bups. Ja, das Bad ist hier jetzt besser. Ich glaube, das ist aber ein Bad, das man hier verschieben kann. Genau, richtig. Habe ich schon oft gemacht. Jawohl, ihr seht, wir haben ein bisschen Erfahrung. Aber das hier muss man auch dann so drehen. Und dann geht das so auf und dann irritiert das da. Und dann hat man ein schönes Bad mit Fenster natürlich. Haben mittlerweile auch die meisten, aber. Und ja, schön. Also da kann man und da arretiert man nochmal schön sauber. Das finde ich gut. Liebe zu Details, das finde ich immer mega. Das klackt dann da ein. So und fertig. Und das hält dann. Das ist wirklich stramm. Das hält wirklich. Also das ist richtig gut, weil bei Günni. Ist es halt so, da muss man nur so eine Klappe runter machen, dann hält das auch zwar bombenfest, aber die Lösung finde ich smarter. Ja, Toilette, Tedford, mache hier nochmal den Schrank auf. Ja, da kann man alles ein. Hier passt alles mit den Gummibändern. Spiegel, seht ihr ja, der geht aber nicht auf, der ist fest. Ja, schön. Das Bad ist schön. Was wir hier auch haben, ist ein Hubbett. Ah, Hubbett, genau. Sehe ich gerade, drück doch mal auf den Knopf, ob wir das runterkriegen. Das müsste doch mit dem Knopf da zu steuern sein, oder? Ja, aber da brauchst du den Schlüssel. Aha, gut, das genau. wollen sie natürlich nicht, dass man das jetzt hier auf der Messe hoch ja, und runter. Aber verstehe ich. Aber hat auf jeden Fall noch ein Bett. Ja. Jetzt gehen wir hier auch vor dem Bett Längsbett. Das ist nochmal nicht gerade wie im Vollintegrierten. Im Teilintegrierten ist es ein Längsbett und wie ich finde, sehr geräumig. Ja, schön. Also hinten auch wirklich. Man hat über dem Kopf keine Aber dafür. Das ist ein kleines Aber. Ich sehe es aber trotzdem. Wir haben kleine Schränke. Wir haben ja. hier aber auch. Wir haben viele kleine Schränke, ja. aber keine großen. Ja. Na, zwei seitliche. Was hier sehr schön gelöst ist, ist die Treppe, wie ich finde. Die ist jetzt ausgefahren, aber so wie ich das sehe, macht man die einfach hoch, wenn man sie nicht braucht und weg ist sie. Ja. Ja, da kommt bestimmt noch was davor, weil hier ist nämlich noch ein Schrank. Ja. Stimmt. Oh, und der ist auch tief. Ja, oh, da ist Platz. Da ist sehr viel Platz. Rein. Das ist richtig schön. Also wow. dann bin ich wirklich dafür zu ja. sagen, lieber die Schränke hier unten ja. als über dem Kopf. Ja. Das ist tatsächlich da sehr gut gelöst. Kannst du mal einen aufmachen? Geht das? Ja, das ist genauso auch wieder ohne, auch eine sehr schöne, ja, Tiefen, sie, ja, sie sind nicht schräg. Das ja. ist ja auch bei manchen so, dass die so schräg sind. Die ja. sind gerade ja. und sehr tief. Ja. Da kann man also Pullover, T-Shirts, ja. Hosen sehr schön stapeln. Das ist sehr gut, ja. Und hier hinten auch wieder Details, nochmal zwei kleine Haken. Das macht Hümer wirklich super. Die haben überall Haken. Ja. Und das macht Sinn. Und dann mal aufhängen und hier einen ganz kleinen Schrank. Genau, ja, so aber Mini. Auch tief. Schau ja, mal, wie auch tief das reingeht. Richtig tief. Also hier ist meine Hand und ihr seht noch, ich habe noch Platz. Das sind so Sachen, da kann man gut Equipment reinmachen. Wenn man ja. mal Laptops oder solche Geschichten, so Technik, das kann ja. man ja immer sehr flach stellen. Ja. Und
Ja, richtig. Sehr. Also, ja, gefällt mir. Schauen gut. Wir nochmal vorne an. Ja, ganz normale Mercedes-Aufbau. Hier auch. Hier haben wir die Stoffsitze. Und ja, hier auch nochmal Beleuchtung. Aber ich glaube, die Beleuchtung ist für die Messe. Das war auch sein. Vorhin. Ja, ja, das ist die Beleuchtung für die Messe, nicht für hier. Also, wir hatten das vorhin gesagt bei dem Vollintegrierten. Toll hat die Beleuchtung, aber die gehört zum Messe. Also jetzt beim zweiten Mal fällt es sofort auf, weil da vorne am Dachfenster gibt es solche Lichtleisten nicht. Ja, und nochmal großes Fenster. Beim Fernseher wieder das gleiche Konzept, außer dass genau. Er jetzt hier gerade ist. Und hier nochmal Haken, ja. Da drüben nochmal Haken. Ja. Das ist wirklich super, ja. Weil wir haben festgestellt, man braucht das ständig. Ob das für einen Beutel ist, für eine Tasche, für einen Bademantel, für ein Handtuch. Man braucht wirklich ständig diese Haken. Genau. Und die sind super. Und hier unten sehe ich, ist auch nochmal ein Bodenraum. Genau. Wobei das sein kann, dass das vielleicht die Heizung... Auch zur Technik gehört vielleicht. Oder zur Technik gehört. Ja. Ja, ist Wasser. Wassertank. Ja. Da ist der Wassertank. Gut, aber gut ranzukommen, auch das ist ja nicht unwichtig. Ja, genau. Gehen wir mal raus. Hier auch mal einen Griff zum Festhalten. Genau, auch wichtig. Ja. Und jetzt schauen wir uns auch die Garage an. Mülleimer, genau. Hier ist nochmal der Mülleimer. Schöne Tür mit Fenster. Oh, die Garage. Kriegst du auf? Ich weiß nicht, ob ich was falsch mache. Beide so? Nee, ich glaube. Keine Probleme. Aha. Ah, die haben wir schnell gelöst. Oh ja, das ist auch, ja. Auch wieder mit einer Außendusche. Hier sind jetzt keine Regalsysteme eingebaut. Kann man aber machen. Nach kann man natürlich ist ja kein machen. Problem. Platz ist reichlich. Ja, Platz ist reichlich. Ja, sieht sehr gut aus. Auch der Boden hier finde ich klasse, dass man von vornherein mitgedacht hat und solch einen Boden auslegt. Drücken wo man Fahrräder und so. Kleine Tür, kleine Tür genau. Also die große ist nur auf der rechten Seite, die kleine ist auf der linken. Aber hey, also ich meine, es ist echt toll. Und wir haben wieder eine Außendusche. Und was ich richtig, richtig klasse finde, hier, das ist so ein Druckdingsbums. Ihr wisst, was ich meine. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. So eine Druck, aber mit Dingsbums. Ja, genau, Feder. Druckluftfeder heißt das? Nee, nicht Druckluft. Also, ja. Wir sind nicht doof, aber wissen jetzt nicht, wie es heißt. Aber fällt es bestimmt noch ein. Also richtig schön. Jetzt schauen wir uns mal. Lass so, ist okay. Schauen wir uns das mal von hinten an. Mit Teilintegrierten. Ja. Auch der Popus sieht schön aus. Da vorne wieder. Und von der Seite, dass ihr nochmal seht. Ja. Das ist ein schöner. Und er hat wieder hier Satellitenschüssel, weiße Thule, Markise. Und ja, was soll ich sagen?